sehr oft jährlich eigentlich. Also wir haben unsere Novaks da gespielt, wir haben mit denen schon gespielt. Wir freuen uns, weil es da so schön ist. Deshalb laden wir uns ein, weil wir laden in der Genrebühne nur Leute, die sich freuen. Das ist richtig so und genau so soll es auch sein. Was kriegen wir denn heute zum Hören? Wir spielen heute tatsächlich zum letzten Mal in Wien unser aktuelles Programm, das muss wohl Liebe sein, zu fünft. Ein bisschen abgewandeltes Ding, was eigentlich in die Schublade Konzert nicht passt und auch nicht in die Schublade Kabarett nicht passt. Also nennen wir es Musikkabarett. Das heißt, ich rede gleich viel, wie wir spielen. Und dazu ein bisschen eine Geschichte und haben das alles verpackt und wunderschön eingepackt in Denksong. Also doch ein Jubiläum wieder mal zu feiern. Wir haben tatsächlich ein Jubiläum zu feiern. Wir werden nämlich tatsächlich 25 Jahre alt. Also seit 25 Jahren machen wir das jetzt schon. Und das müssen wir natürlich ein bisschen feiern nächstes Jahr. Das ist auch logisch. Und vor allem das Angenehme ist, 25 Jahre dieselbe Besetzung. Naja, nicht ganz dieselbe Besetzung. Wir haben unseren Schlagzeuger leider einmal wechseln müssen. Wir sind ja gerne im Wilhelminenspital da. Ne? Und einer hat uns leider verlassen vor mittlerweile, glaube ich, auch schon 5 oder 6 Jahren her. Aber sonst haben wir eigentlich die Stammbesetzung. Schlagt er wie ein Blitz oder lasst sie laut sein? Die eine hat's dauernd, der andere wart drauf eine Ewigkeit. Lasst uns nicht schlafen, bringt uns heubert um. Reißt uns auseinander, flickt uns wieder zusammen. Die Liebe.
evenings we've lost, these empty days without your smile. This torch will always carry for a nation's beloved man. Ja, mein Vater war Rechtsanwalt und er hat zwei Söhne gehabt. Und da hat er gemeint, der eine wird Gutsbesitzer, da hat er eine Lebensversicherung abgeschlossen auf 100.000 Reichsmark. Und der andere wird Rechtsanwalt. Und das waren seine Wünsche. Und er hat mich eigentlich jedes Jahr, also die letzten 4 Jahre, im Sommer immer auf einen Bauernhof geschickt, damit ich lerne, was dort alles passiert. Und das wäre sein Wunsch gewesen. Und die Idee war damals auch, wenn Russland besiegt wird, dass man dann in der Ukraine eventuell was macht, weil dort eine fruchtbare Gegend ist. Aber ich bin dann weder Rechtsanwalt war noch Gutsbesitzer geworden, sondern ich war in Sprachen schlecht und bin nach der Mittelschule, war in Latein schlecht, in Englisch und in Französisch und habe zu meiner Mutter gesagt, wähl mich an in der Bundesgewerbeschule und da gab es Maschinenbau, Elektrotechnik, Hochbau, Tiefbau. Und am nächsten Tag komme ich heim und sage, warst du dort? Sagt sie, freilich war ich dort. Sag ich, wo hast du mich? Sagt sie, ich habe dich sogar angemeldet. Sage ich, in was? Sagt sie, in Hochbau. Na, ich war unglücklich, weil ich habe geglaubt, Maschinenbau, Elektrotechnik ist die Zukunft. Aber sie hat es richtig entschieden. Ich bin im Hochbau erfolgreicher Baumeister geworden. Von 1000 Baufirmen war ich der 20., 25. Größte und habe einen tollen Namen gehabt. Und unser roten Auto mit der weißen Schrift hat jeder gekannt. Und leider haben es meine Söhne nicht weitergeführt. Die Opernballveranstalter lieben mich überhaupt nicht, weil ich relativ viel Medienberichte habe. Aber nur die Veranstalter vom Opernball werden eigentlich nie erwähnt. Der Karajan war Opern, da ist nichts von ihm und dem Opernball gestanden. Aber umso mehr von Ihnen. Ja, jetzt und das stört die eben schon. Und es ist ja so, dass wenn ich bekannt gebe, wen ich einlade, dann nehmen das alle Agenturen von der ganzen Welt, Djibouti und weiß ich was, in Afrika alle. Und wenn wir einen neuen Bundespräsidenten oder Bundeskanzler haben, nehmen es 30-40%. Also wenn der Niki Lauda jetzt wieder gestorben ist, ja, das nehmen auch alle. Aber es gibt wenige Ereignisse, die alle nehmen. Ich war zu Ostern 2019 in Marokko. In Marrakesch. Waren Sie schon mal? Nein, ich weiß, dass es sehr schön ist. Also da gibt es einen Zug, so wie in Istanbul, den Bazar. Das sind lauter so Nischen, wo eben jedes Geschäft ist. Und ich gehe rein und beim dritten sagt einer, you are Mr. Richard, sage ich yes. Geh weiter, wieder drei später, sagt schon wieder einer, ja, Mr. Richard, sage ich yes, sage ich why. Und dann nimmt er sein Handy und zeigt mich mit der Ellen McPherson am Opernball. Und ich meine, im Zug in Marrakesch. Und das ist. Liebe Zuschauer von Okto TV der Wahl, wir haben jetzt den Herrn Baumeister Richard Lugner bei uns vor dem Mikrofon, der ja heute geehrt wurde hier im Nach Felderhof. Herr Lugner, Sie haben eine wunderbare Ehrung heute. Ja, schauen Sie, ich kenne den Bocek ewig und vor allem, ich habe 2-3 Tage vor seinem Tod noch mit ihm telefoniert, weil er wollte unbedingt einen Lugner-Hof-Vodka herausbringen mit mir. Und den hat dann der Herr Großmann irgendwie, Monate später haben wir dann herausgebracht. Aber das war immer ein Anliegen, der hat mir die Malediven angerufen im Urlaub und das wollte er unbedingt machen. Und letztendlich hat es dann geklappt, trotz der ganzen Es gibt den Lugner auf Wodka, den kriegt man im Mixmarkt von der Lugner City um 15 Euro zu kaufen. Goodbye, good old friend. May you ever grow in a heart where the grace that placed itself the lives were torn apart. Lass ich auch, lass lehn und liege, denn auf die B
bin ich direkt erbicht. Povil Tatschkan aus der schönen Tschechoslowakei schmecken noch viel besser als die feinste Leckerei. Denn so ein Tatschkan, so ein Bovidales, das ist doch wirklich etwas Pyramidonales. Und immer denk ich, wenn ich Bojena erblick, Povil Tatschkan botet, wenn das allerbeste klick. Was sagst du jetzt daran, der Moreus ist da? Aha. Die Tyranne fällt oben, das fällt Enttäuschung, das Lago. Er glaubt, er tut Drama und zwickt sie ins Wahl. Aber es ist hoch und wirklich, kein Traum. Der Moreus ist Frank wieder daheim. Freundschaft, schreit der Moreus, geht mir über alles. Jetzt bin ich da, Freund, und retter den Hals. Vor 35 Jahren, da war er noch ein Hecht, stets auf der Suche nach dem weiblichen Geschlecht. Doch was ihm heute bedroht, das ist die Atemnot. Zu viele Hasen sind des alten Jägers tot. Er bleibt nur noch eine Chance, hinein ins Stützkassett und ab in die Provence. Auf der Autostrada, da nehme ich dann Viagra. Denn auch die Potenz wird leider immer magerer. Zum fünferblosen Tee kriege ich in den Kursalon eingehüllt wie einst in eine Wolke Bitterhaltung. Da kommt ein Mann in ein Lokal und setzt am Tisch und holt den Kellner und sagt, ich hätte gern bitte zwei Viertel Wein. Sagt der Kellner, sagt der Kellner. Sie meinen einen halben Liter, ne? Sie sagen, nein, zwei Viertel. Ich sage, wieso das? Sag, na, schaut, das Ganze hat einen Hintergrund. Ich bin mit einem Freund zusammen gesessen und der hat mir erzählt, er wandert aus. Und ich sage, nein, bitte nicht. Ich sag, weißt du was? Wenn ich weg bin, jedes Mal, wenn du zum Wirten gehst und ein Viertel trinkst, trinkst du für mich eins mit. Ja, und dann denkst du an mich und dann ist auch wieder schön. Ach, das ist eine gute Idee, ne? Gut. Dann hat es verstanden, der Kellner, das nächste Mal kommt er wieder, bestellt ihm automatisch zwei Viertel und ein hin. Und das geht halt so dahin, immer wieder, wochenlang, und eines Tages kommt er wieder hin und er setzt sich hin und sagt, hör mal, bitte ein Viertel Wein. Sagt er, was ist passiert? Der Freund gestorben, was ist? Sagt er, nein, ich habe das Trinken noch gewählt. Sagen Sie mal, das ist ein Burgenland, oder? Könnte sein. Ja, es hat schon einen Grund, warum ich frage. Na dann. Jetzt musst du dir vorstellen, fahre ich unlängst mit meinem Mercedes, da Richtung Bruck an der Leiter, zur Richtung Neusiedler See. Und wie über Bruck, also wenn ich das Leitergebirge drüber komme, steht am rechten Straßenrand ein Auto, ein Mazda. Und dahinter kniert ein Burgenlandler und bläst den Auspuff mit dem. Okay. Ich denke mir, okay, gut, bleibst du halt stehen, schaust du mal, was los ist. Bremst mich dort ein, steig aus, geh hinterher. Ich sage, tut schon irgendwie, was ist los? Ja, weißt du, gerade zuerst bin ich an Wiener hinten reingedummert. Siehst du, vorhin alles hin. Ich sage, aber ist ja kein Problem, du fährst am Mazda. Das heißt, du bläst hinten rein in den Auspuffreal und das beult sich wieder alles aus. Ja, ich denke mir, was ist denn das für ein Trottel? Geh einmal so rund ums Auto, schau. Na, da ist auch nichts. Okay. Sag ich, du, jetzt weiß ich, was los ist. Sag ich, was ist denn? Sag ich, ganz einfach, mach deine Fenster zu, dann geht's. Christian Eschner! Vielen Dank. Tja, wenn ich das, ich glaube, ich habe es verdrängt, aber mir fällt es gerade wieder ein. Ich habe einmal gespielt da, vor vielen Jahren schon. Und dann haben wir immer wieder, wenn ich da gespielt habe, sind wir draufgekommen, dass wir einen ähnlichen Humor haben. Und dann haben wir gesagt, jetzt, wir machen mal was gemeinsam. Und jetzt, ja, haben wir heute wieder unser schönes Programm gehabt. Machen wir das gemeinsam. Wir schauen, dass wir das Programm so hintrimmen und schauen, was könnte da reinpassen, jetzt von den Musikstücken her, dass wir so ein bisschen einen roten Faden haben durch das Ganze. Lustige, vom geschupften Pferdl bis, aber auch natürlich besinnliche Sachen teilweise, von wenn der Herrgott nicht will. Also wirklich ganz quer gemischt durch die Wiener Musikszene von früher
Also ist alles dabei. Von den Anfängen des Austropops, wenn man so will, weil der geschupfte Pferd kehrt eigentlich schon zu den Anfängen des Austropops. Aber sogar noch öter, weil ich sage jetzt einmal, die Schinkenfleckerln und die Bobbeltatschkerln kommen eigentlich aus einer Zeit, wo Österreich nur eine Monarchie war. Dadurch auch das Gigerl, weil das Gigerl ist ganz einfach der Modegag gewesen in den 1850er Jahren und der geschupfte ist im Prinzip nichts anderes als dasselbe 1950. Ja, das ist deswegen gewesen, weil wir draufgekommen sind, dass auch der geschupfte Pferdl irgendwann einmal älter worden ist und auch der Märchenprinz und wir haben über die Diskothek erzählt im Prater und da sind wir draufgekommen, dass halt dort auch diese schönen, tollen Märchenprinzen gegeben hat und da ist uns eben zufällig eingefallen, dass es eben auch den Märchenprinzen in 35 Jahren später auch gibt. Aber wir haben auch ein Weihnachtsprogramm, auf das freuen wir uns schon sehr. Und ich weiß jetzt den Termin. 15. Dezember. Eben, dafür habe ich ihn mitgenommen, dass 24. er mir das sagt, weil ich vergesse solche Sachen immer. Und das ist aber wieder im Joker, weil du hast ja gefragt, wann nicht. Aber da beginnt wieder die Weihnachtssaison und da beginnen wir im Joker, also da haben wir im Joker unseren Auftritt, aber es wird auch vorher schon sein. Aber das wird alles in den im Internet, in den Medien auch noch weiter kolportiert. Auf welcher Homepage? Da wäre auf meiner, www.jocherl.wien. Ganz bestimmt. Und ihr habt natürlich das beste Publikum vom Jocherl heute gehabt, oder? Eva. Absolut. Ja. Was sagt ihr, was das beste Publikum?
meinen neuen oder schon länger eigentlich Lieblingskomponisten Richard Wagner zu singen, zu bedienen. Und der große Erfolg, den ich gerade jetzt in der Staatsoper Sofia hatte, mit dem Telramund hier, diese Literatur, diese Rolle des Telramunds hier in Wien bei meinen lieben, lieben Freunden und Fans singen zu dürfen, ist besonders toll in dieser sehr guten Akustik. Und ich habe eine ganz besondere Kollegin, die Almere Delic, gefunden, die eine hervorragende Orto ist und eine Orto zum Fürchten noch ist. Hört sich auch so. Und es ist einfach so toll, dass der Wagner hat mich so beflügelt, diese Textdeutlichkeit und diese Literatur und die Philosophie dahinter hat einfach gepaart mit dieser Musik einfach extrem tollen Einfluss und bereichert die Leute. Die Stimmung war ungemein toll heute, stillschweigend, und man konnte eine Stecknadel fallen hören. Und es war wirklich sehr schön heute. Danke. Wir werden im Dezember jetzt ein Weihnachtskonzert machen im Stift, in der Stiftskirche. Das ist sehr, sehr schön. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Es ist eine große Ehre, in diesen heiligen Hallen, kann man sagen, dort aufzutreten. Und ich freue mich, dass viele Leute kommen. Auch es kommt, der ist ein Benefizkonzert für die Agape. Und dann kommt wieder dann hoffentlich viel Geld rein, dass wieder Menschen, die in Not sind, Geld zugute kommt. Und natürlich mit einem ganz schönen Programm von Adeste Fideles über die Klassiker, aber auch besondere Überraschungen. Es gibt alles eingebettet in eine Geschichte von Scrooge. Herzlichst willkommen, liebe Zuschauer von der Wahl. Wir sind heute im Schloss Neugebäude und hab da bei mir zwei Kabarettisten, die sich als solche bezeichnen. Ja, ich weiß eh, ich suche es immer die ganze Zeit. Peter, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Weil K.O.10 muss man aufpassen, was man sagt. Ja, das Koten, ich habe mir schon oft genug gedacht, ja, es kommt sicherlich nicht leib. Nein, wir sind wirklich, nein, wir sind verwandt, ja, deswegen im Chaoten. Ja, verwandte Chaoten kommt genau aus dem Grund, weil man nicht gewusst hat, wie man es genau schreibt. Chaoten normalerweise mit CH, aber ist wurscht. Das war's. Ich hab's gewusst, das ist falsch. Ja, und wie der Name entstanden ist, wir sind ja ursprünglich zu dritt aufgetreten. Ja, weil die Idee war die, dass wir gesagt haben, wir möchten ganz gern Kabarett mit Zauberelementen machen. Ja. Ja, und da sind wir zusammengesessen, wir könnten wir hassen, und da ist damals der Name Vernutschkelte rausgekommen. Ja. Ich würde es nicht erklären, was das ist. Hat keiner verstanden. Egal, ja. Ja, und dann haben wir eine Vorstellung ausgemacht gehabt, und der ursprüngliche Zauberer, der ist ausgetauscht gewesen in der Zwischenzeit, das war ein anderer, und der ist aber nicht gekommen zur Vorstellung. Nein, nein, jetzt sind wir zu zwei Tagen gestanden, hätten drei zu für drei gespielt. Nein, darf ich dich unterbrechen? Nein. Der ursprüngliche war einmal in Las Vegas, hat dort zwei Shows gesehen, kam jetzt vom Copperfield, und hat gemeint, wir sind absolut nicht so professionell, wie es er braucht. Und er hat gemeint, er bleibt in Las Vegas und macht den Copperfield, ne? Auf alle Fälle die Vorstellung, wie gesagt, drei Leute waren geplant, zwei waren dort, jetzt sind wir da gestanden und haben überlegt, was könnte man machen. Ja. Haben dann probiert, in ein Programm für drei Leute zu zweit zu spielen. Ja, manches hat funktioniert, manches natürlich nicht. Ja, vor allem die Dreierkonferenzen waren schwer. Ja, und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, okay, treten wir in der Zukunft zu zweit auf, wir sind verwandt, und so sind dann die verwandten Chaoten gekommen, genau. Weil sie eben chaotisch waren, ne? So. Thank you.
Jetzt! Servus! Bist du mein Gegner? Was hast du Gegner? Ich bin der Sega. Wir haben ein paar Kampons.